Tatort Saal Asylantenheim. Trostlose NVA-Baracken in trostloser Umgebung. In den Dörfern an der Ostseeküste bei Rostock sind oft 80% der Deutschen ohne Arbeit. Für Ausländer eine lebensgefährliche Quote. Der Hausmeister zeigt das Zimmer der vorübergehend geräumten Unterkunft, in dem ein 18-jähriger Rumäne von gleichaltrigen Deutschen totgeschlagen wurde. Ohne Gegenwehr. Ein zweiter Rumäne wurde schwer verletzt. Hier ist das passiert? Ja, da, in dem Bett. Wo? Da. Die Täter waren gründlich und ordentlich. Ich hoffe, wie sah das hier aus? Wenn wir mal von den zerstörten Fenstern absehen, haben die hier weiter nichts kaputt gemacht. Also so Zerstörung im Heim nicht. Eben nur die Fenster und das Opfer und den Verletzten. Dragomir Christinell war sofort tot. Die Knüppel trafen ihn, als er wehrlos auf dem Bauch lag. Todesursache: Rotationstrauma. Das heißt also übersetzt, dass infolge eines Schlages gegen den Hals-Kopf-Bereich mit einem stumpfen Gegenstand es zu Aderplatzungen im Gehirn kommen, die dann Einblutung zur Folge haben, die dann todesursächlich in der Folge sind. Die eigentliche Todesursache aber, Dragomir Christinell, hatte sich gemeinsam mit drei anderen Asylbewerbern in diese Disco ins nahegelegene Petersdorf gewagt. Hier ist die ostdeutsche Jugend unter sich und will es auch bleiben. Die vier Rumänen werden erst rausgeworfen und dann von einer Überzahl Deutscher angegriffen. Einer der Rumänen, ein Bartträger, zieht ein Messer und sticht es einem 19-jährigen Deutschen in die Seite, um aus der Einkesselung zu entkommen. Als die Polizei eintrifft, ist der Messerstecher verschwunden. Noch in der Disco planen die deutschen Jugendlichen einen Rachefeldzug zum Asylantenheim. Am folgenden Abend, es ist Samstag, der 14. März, machen sich 28 junge Männer auf den 15 Kilometer weiten Weg nach Saal. Sie sind zwischen 16 und 21 Jahre alt. Schüler, Auszubildende, ein Arbeitsloser. Über den Zaun schleichen sie heran. Den bärtigen Messerstecher finden sie nicht. Dafür Dragomir und einen Freund, die gerade Geburtstag feiern. Das Glück der übrigen Asylbewerber, sie saßen im Fernsehraum beisammen, als die Deutschen kamen. Vor der knüppelnden, gröhlenden Horde hatten sie sich rechtzeitig durch die Fenster retten können. Nach dem Überfall wurden sie vorübergehend in ein anderes Lager gebracht, aus Sicherheitsgründen. Der Schock über Dragomirs Tod sitzt tief. Wir haben seinen Puls gefühlt und gemerkt, dass er völlig weg war. Er hatte einfach keinen Pulsschlag mehr und im Gesicht, da war er schon blau angelaufen. Was denken Sie über die Deutschen? Es gibt gute und schlechte. Man weiß jetzt nur nicht, vor wem man sich mehr in Acht nehmen muss. Auf dem Hof gehen die jungen Rumänen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: Schrottautos fahrbereit zu machen. Auch Dragomir hatte sich so seinen Wohlstandstraum erfüllt, kurz bevor er totgeprügelt wurde. Haben Sie ihn gut gekannt? Ja, das habe ich. Er war ein guter Mensch. Das Foto hüten sie wie eine Reliquie. Dragomir bei seiner ersten deutschen Weihnacht. Gestern, am 4. April, wäre Dragomir 19 Jahre alt geworden. Dass die Täter alle ermittelt sind, tröstet seine Freunde kaum. Also man kann sagen, es handelt sich um relativ normale, was Sie unter normal verstehen wollen, darüber könnte man diskutieren, normale Heranwachsende, die teilweise auch ihrer Arbeit nachgehen, Lehrlinge, Schüler, einige sind auch arbeitslos. Das geht quer durch die Last, würde ich sagen. Aber es ist keiner davon, jedenfalls soweit ich bisher informiert bin, der irgendwie in einer bestimmten politischen Richtung aufgefallen ist. Wie? Keine Skins, keine Hooligans oder ähnliches. Ganz normale Jugendliche als kollektive Totschläger. Hier in der ländlichen Idylle Mecklenburgs würden die ganz normalen Extremisten auch viel zu sehr auffallen. Die Väter sind arbeitslos, die Mütter schon vorher abgewickelt. Als Ossis fühlen sie sich ohnmächtig und seit die Mauer verschwunden ist und sogar die FDJ, macht sich bei den Jugendlichen Orientierungslosigkeit breit. Mindestens. Im Jugendhaus der Kreisstadt Ribnitz vergnügen sich die potenziellen Täter von morgen. Ausländer raus. Ist gerecht.
Wieso? Naja, erst haben sie den Deutschen angestochen und dann sind die darauf nach Saal gefahren und haben ihn totgetrampelt. Und so rede ich so. Das war auch gerecht. Könntest du dir vorstellen, dass du bei sowas dabei wärst? Jo. Speziell, wenn es gegen Asylanten geht, oder würdest du das bei Deutschen auch so machen? Bei Deutschen nicht. Ja, vielleicht mal so, aber eher bei Ausländern. Warum? Wo ist da der Unterschied? Naja, jeder Staat hat, oder besser gesagt, jeder Bürger hat seinen eigenen Staat. Und was hast du gegen Ausländer? Alles, überhaupt. Die Gesichtsschuhe, die aussehen. Andere Hautfarbe und die leben von unseren Steuern, Wohnungen. Die kriegen ja Arbeit, leben wie die Fürsten. Was denkst du über Deutschland? In Deutschland den Deutschen. Ich meine, auf eine Art brauchen wir die Ausländer auch. Mhm. Der Staat spart auch Geld an den Ausländern, weil es billige Arbeitskräfte sind. Sagen wir mal im Westen. Im Ostteil natürlich nicht. Also, wenn die so auf dem Bahnhof rumhängen und was weiß ich, total verdreckt durch die Straßen rennen und was weiß ich, überall hier totalen Dreck machen, dann, was weiß ich, dann geht mir das total auf den Geist. Weil, was weiß ich, Deutschland oder der Ostteil vor der Wende war eigentlich sauber, außer eben von Fabriken oder so, dass die Wände eben ein bisschen grau wurden und so. Glaubst du, wenn es ein Deutscher gewesen wäre, dort in dem Kleinen, dass der auch umgebracht worden wäre? Hm. Der wäre so. Ja, ich könnte wetten, er wäre auch hier. Die hätten ihn zusammengeschlagen, aber ich glaube kaum, dass sie ihn umgebracht hätten. Warum glaubst du, haben sie den Rumänen umgebracht? Ja, weil es eben Ausländer war. Mhm. Was denkst du darüber? Aus Ribnitz kommt auch John Peter G. Er hat zugegeben, mit einem Knüppel auf Dragomir eingeschlagen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor. Seit der Tat sitzt der 19-Jährige in Untersuchungshaft. Die Fotos, die seine Mutter, geschieden und seit der Wende ohne Arbeit zeigt, stammen aus glücklicheren Tagen. Die Jugendweihe in der DDR. Nach der Wende brach John Peter seine Lehre ab. Die Mutter hat erst nach der Verhaftung bruchstückhaft erfahren, was sich in jener Disco-Nacht ereignet hat. Ein Ausländer hatte einen Freund, auch von meinem Sohn mit, angestochen. Und das wurde angezeigt und die Polizei hatte wohl nichts unternommen. Und ich nehme an, dass diese ganzen Jugendlichen, die da hin sind, demjenigen, der das getan hat, einen Denkzettel verpassen wollten. Und wenn er das gesehen hätte, oder das hätte er doch auch mitgekriegt, wenn der Mensch da tot gelegen hätte, der wäre doch nicht so ruhig hier gewesen. In der Flying Disco in Petersdorf hat sich seit dem gemeinsamen Sturm der deutschen Jugend auf das Asylantenheim nichts geändert. Außer die Tanzfläche ist seither ausländerfrei. Bis auf die drei, die nach wie vor in Untersuchungshaft sitzen, treffen sich die Täter jetzt wieder in Petersdorf. Immer mittwochs, freitags, samstags. Ganz normal. Warum hast du denn da mitgemacht? Ich? Ja. Er hat nichts damit zu tun. Was wollt ihr von ihm hier? Wir haben es gehört. Ey, er hatte wohl absolut nichts damit zu tun hier. Und du, hast du was damit zu tun? Ich bin der Junge, der hier abgestochen wurde. Bist du das auch wirklich gewesen? Ich kann ihn nicht dich zeigen. Ja. Kannst wollen Sie ihn sehen? Ja. Nein. Jetzt die Reaktion, findest du die richtig? Was da natürlich passiert ist, ist vielleicht nicht so gut gewesen. War vielleicht auch nicht gewollt. Übermut. Ich hätte es vielleicht auch gemacht. Für meinen Kumpel. Dass er tot ist, das wollte wahrscheinlich keiner. Und was soll ich da groß zu sagen? Am Asylantenheim ist alles beim Alten.
Die Rumänen leben wieder hinter dem Zaun, die Deutschen davor. Die Spuren werden geharkt. Was zerbrochen ist, lässt sich kitten. Und dann ist wieder alles ganz normal. Wie überall.